Heute sind wir nicht am Schreibtisch, heute sind wir vor Ort unterwegs, nämlich hier in Bempflingen am Bahnhof. Ich meine, die meisten denken bei Bempflingen wahrscheinlich an die leckere Brötle. Ich erinnere mich immer an die Fußball-Auseinandersetzungen mit dem TV Bempflingen in der Kreisliga B. Aber der Grund ist ein anderer, warum wir hier am Bahnhof stehen, weil hinter uns schon ein bisschen die Verkehrswelt endet. Dort ist nämlich das VVS-Gebiet zu Ende. Und ich als Student, der 8 Semester lang immer hier in der Bahn saß, von Nürtingen nach Tübingen gependelt ist, der weiß ganz genau, was für ein widersinniges System das eigentlich ist, dass man zwei Verkehrsverbünde hat, die beim Studi-Ticket ihr eigenes Ding machen. Das heißt, man muss dann in Tübingen den einen Pass kaufen, in Nürtingen dann den anderen Pass kaufen, zweimal hingehen, zweimal Bürokratie, zweimal Verwaltung, zweimal bezahlen. Es ist eigentlich in einer Welt, wo wirklich auch hier die Lebensräume eng zusammen sind, da ist das hier wirklich Kleinstaaterei wie im 16. Jahrhundert und das kann man, glaube ich, jemand vernünftigerweise wirklich nicht erklären. Da braucht es eine junge Kraft im Landtag, die für die Einführung des Landessemestertickets streitet. Was ist das Landessemesterticket? Ganz einfach, unterschiedliche Verkehrsverbünde, aber eben ein Ticket für alle Studierende in ganz Baden-Württemberg. Und deswegen sage ich, eine Stimme für Sebastian Schönig ist eine Stimme für das Landessemesterticket.